nur in Jesus Christus, also nicht aus uns selbst heraus, sind wir ein Teil des lebenden Tempels Gottes. Allein im Sohn haben wir einen Anteil an der Sohnschaft Gottes. Diesen Stand besitzen wir nur deshalb, weil uns der Geist hinein in den Leib des Sohnes Gottes aufnahm. Das heißt, uns in dieses wesenhafte Heiligtum hineintaufte. Zusammen mit dem Wort Gottes, das heißt mit dem Sohn, bezeugt uns unser eigener menschlicher Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Als solche leitet uns der Heilige Geist, denn er ist der Geist der Sohnessetzung, wie Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 bezeugt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater. Durch den Geist werden wir zum Vater hinzugeführt, denn in ihm und im Namen Jesus Christus wurden wir vor Gott gerechtfertigt.